Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Tageslicht für Freitag, den 10. November. Ja, schauen wir mal hinein, was wir heute an Energie haben am Tag zwischen den beiden Portaltagen. Der Hund, oh, das ist eine schöne Energie mit den 10 Herz, 10 der Kelchen. Ja, da spielen Freundschaften vielleicht eine Rolle, Familie, gegenseitige Verbundenheit, Treue. Ja, Harmonie, Glücklichkeit, ja, Selbstvertrauen auch, ja, sehr viel Spiritualität vielleicht auch, ne? Also dahingehend vielleicht auch intensive Energie hin zur göttlichen, geistigen Welt, sehr viel Vertrauen da hinein und ja, Verbundenheit, Loyalität, ja, schön. Ja, Thema Freundschaft könnte heute, wie gesagt, eine Rolle spielen oder auch Treue zu dir selbst. Ja, dass du vielleicht auch an etwas dran bleibst, dran geblieben bist und ja, hier oder vielleicht ne, tatsächlich auch im Miteinander, kann auch im Kollegium vielleicht sein, eine sehr ja, herausfordernde Phase vielleicht auch überstanden wurde und gut zusammengehalten wurde und hier jetzt glücklich miteinander einfach auch etwas abgeschlossen wird, ne, bestanden ist. Ja, aber kann natürlich sein, gerade heute zum Freitag auch, dass du Zeit hast, Freunde zu treffen, Freundschaften zu schließen, neue Freundschaften, ja, da auch viele glückliche Zeiten und Momente erleben kannst. Verbundenheit, Unterstützung, Stärkung, ja. Die 6 der Kelche, ja, vielleicht auch eben gerade sehr viel harmonische Stimmung und Entwicklung in der Familie, ja, das kann auch sein. 6 der Kelche zeigt doch auch zum einen ne, die emotionale Balance an, die durch ja, gute Verbundenheit eben im engen Umfeld, ja, mit Altbekannten, eben mit Freunden, mit Familie zustande kommt, ja. Ja, aber natürlich auch, ja, Herzenstreue, Verlässlichkeit, Hingebungsbereitschaft, ja. Ja, vielleicht auch zu Seelenpartnern in irgendeiner Art und Weise, ja. Seelenpartner, Seelenfamilie, ja. Das muss nicht immer die leibliche Familie sein, die, aber da kann sich das natürlich auch finden, ja. Oder in Freundschaften, ja, ist das, finden wir da auch immer wieder Seelenpartner, Seelenverwandte, herzliche Verbundenheit. Gibt es hier, ja, ein glückliches Miteinander. Jeder gibt so seinen Kelch dazu und tut das wohl, ja, schön, schöne Energie, ja, vielleicht wird heute die Treue tatsächlich zum Seelenpartner, Seelenpartnerin auch sehr bedeutend, ne? Auch die Melancholie, ja, vielleicht die Erinnerung an gute alte Zeiten, vielleicht mit anderen zusammen, dass ihr da ja in alten Zeiten schwelgt, ja. Aber ne, das kann auch ganz für dich sein, dass du da innerlich herzlich sehr verbunden bist und ja, vielleicht ein bisschen Wehmut schon auch dabei ist, ne, in der Rückerinnerung, ja. Und ja, vielleicht auch, naja, dir wünschen würdest, dass da jemand mit dabei ist an deiner Seite, bei dem, ja, was es zu erleben gibt. Ja, es kann auch die Treue zu etwas Altem sein, zu etwas, was dir auch schon lange aufgegeben ist, spirituell gesehen dann. Ja, das kann eine Gabe, ein Talent sein. Vielleicht pflegst du heute auch ein bestimmtes Hobby wieder mal, eine bestimmte Gabe. Das kann auch sein, bis du dazu hier auch sehr eingeladen hast. Eine wunderbare Energie dafür wird es dir damit ja einfach auch sehr wohl ergehen. Ja,
wird es dich sehr stärken. Ja, aber ne, eben in Treue zu dir selbst, nimm das auch wieder auf, was für dich wichtig und wesentlich ist. Ne? Das kann ein Hobby, eine Gabe sein, ne? Aber auch etwas anderes, Altes, was dir anvertraut ist, ja? Womit du ganz starke Verbundenheit spürst, ja, Loyalität, Hingabe, Treue. Ja, was du für dich selber auch ja sozusagen bewachen und beschützen möchtest, hüten möchtest. Spiritualität, ne, im weiteren Sinne auch etwas, was dir ganz liegt, was dir wohltut. Ja, vielleicht tust du dir selber heute auch einfach nur sehr wohl mit anderen zusammen, für dich allein, ja. Hier haben wir noch Autumn, den Herbst. Mit dem Raben hier. Ja, die Raben, die sind sehr präsent dieses Mal. Ja, ich bin ja auch sehr froh, dass die Raben jetzt wieder dabei habe. Ja, die Rabenväter. Entschuldigung. Release the old and rest. Ja, lass das Alte hinter dir. Lass es los, das Alte. Und ruhe aus. Ja, tut dir selber auch Gutes natürlich nach der Woche, nachdem ja, was alles auch ja, erledigt ist, hinter dir liegt. Ne? Lass das Alte hinter dir Ruhe. Ne? Komm selber für dich in emotionale Balance, in Glücklichkeit, Zufriedenheit. Ja, belohn dich da einfach auch. Komm ein bisschen in Lebensgenuss hinein. Aber ne, vielleicht ist es tatsächlich auch etwas, ja, wo du mit anderen wirklich in Harmonie gehst, in Versöhnung gehst. Auch das könnte hier sein, ja. 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 Gerade auch wenn du in Wehmut, Melancholie an etwas zurückdenkst, ja, schau, ne, was, wie wohl es dir einfach auch tut, ne. Manchmal ist es ja auch nochmal wichtig, auf etwas zurückzublicken, es durchzufühlen. Ja, wir sind ja gerade so in der Skorpionzeit drin. Die bringt sehr viel Tiefgang mit sich, ja, und auch so ein bisschen eine, ja, detektivische Arbeit, ja, nochmal genau hinzuschauen, herauszufinden auch, ne, was bringt mich immer wieder auch zurück, was hält mich an altem. Ja, gebunden auch, ne? Auch in unwohltuender Weise. Da schau einfach, ne? Was tust du dir selber damit Gutes oder eben auch nicht? Darfst du hier und da sicherlich auch loslassen, ja? In Dankbarkeit, ja. Ja, und einen neuen Weg für dich gehen, ja. Ja, denn wir hatten es ja hier angesprochen. Ne? Lass deine Vergangenheit los. Ja, die fünf Kelche haben wir hier. Lass deine Vergangenheit los. Nutze die Chance, ja, um mit dir selber einfach auch wieder ins Reine, in eine Treue und Stabilität zu kommen. Ja, hingebungsvoll deinem Pfad zu folgen. Ja. Ja, lass dir davon auch immer wieder ganz stärkend und optimistisch, Optimismus verleihend einen sonnigen Blick geben. Ja, ich wünsche dir eine gesegnete Zeit heute für den Tag. Wunderbare Erfahrungen im Miteinander, aber auch für dich selbst und auch im Loslassen. Ja, natürlich. Aber um der Liebe zu sich selbst willen. Ja, ist es an dieser und jener Stelle vielleicht einfach auch mal nötig, etwas loszulassen, ja. Ja, aber auch natürlich zu genießen, zu feiern, glücklich zu sein. Wunderbare Energie dafür. Alles Gute dafür und eine schöne Zeit und dann bis ganz bald. Eure Tara von Tarot Rainbow.